Wiederholte Pannen in den Atommeilern Krümmel und Brunsbüttel. Schlampereien im niedersächsischen Atommülllager Asse. Die Endlagerdebatte um Gorleben. All das motivierte heute 40.000 bis 50.000 Atomkraftgegner in Berlin auf die Straße zu gehen. So viele Menschen wie schon lange nicht mehr. Als es vor mehr als 30 Jahren die ersten Proteste gab, wurde noch gegen den Bau von Atomkraftwerken demonstriert. Heute geht es den Menschen vor allem darum, sie wieder vom Netz zu nehmen. Dafür haben einige einen weiten Weg hinter sich gebracht. Heinrich und Fritz Pothmer, Vater und Sohn, Landwirte aus dem Wendland. Seit 30 Jahren kämpft die Familie gegen Atomkraft. Am Morgen machen sie sich auf den Weg zur Großdemo. Bereits vor einer Woche sind sie in Gorleben gestartet. Nun blockieren 400 Traktoren die Berliner Innenstadt. Die Demonstration heute ist, um die Politiker wachzurütteln, um sie nicht vergessen zu lassen, dass 2/3 der Bevölkerung den Ausstieg wollen und dass Atomkraft Leben gefährdet. Sein Vater, Heinrich Pothmer, war damals schon dabei, beim legendären Gorleben-Trek vor 30 Jahren in Hannover. Niemand entschieden den Kämpfen! Nicht für uns, aber auch nicht anderswo! Niemand! Heute Sonderzüge aus ganz Deutschland bringen die Demonstranten nach Berlin. Zwischen 40.000 und 50.000 nach Angaben der Polizei. Die größte Anti-Atom-Demo seit über 20 Jahren. Viele von ihnen erinnern sich noch gut an die Anfänge der Protestbewegung. Damals war das schon mehr so eine radikale Gruppe. Inzwischen ist es einfach eigentlich Bevölkerungskonsens. Wenn ich mir überlege, was an Planungen da war vor 30 Jahren für Kernkraftwerke, dann hat sich der Einsatz immer gelohnt. 4 Kilometer zieht sich der Zug durch die Stadt. Überdeutlich, es ist Wahlkampf. Grüne, Linke und SPD haben sich dem Protest angeschlossen. Ihre Spitzenpolitiker sind mit dabei, würden sogar gerne auf der Bühne etwas sagen, dürfen es aber nicht, so der Beschluss der Veranstalter. Und trotzdem ist es ein Kampf um Wählerstimmen. Das zeigt, diese 50.000 kämpfen schon mal dafür, dass am 27. September nicht schwarz-gelb dabei rauskommt, weil wir nicht weiter Atomkraftwerke laufen haben. Das ist doch ein wunderbarer Tag. Auch wenn die Politiker es verstehen, die Anti-Atomkraft-Bewegung für ihre Botschaften zu nutzen, keine einseitige Instrumentalisierung. Die Demonstranten verstehen dieses Spiel genauso. Natürlich ist das eine politische Aktion und die dürfen gerne mitdemonstrieren. Natürlich, wenn die der Meinung sind, Atomkraft gehört abgeschaltet, dann sollen sie gerne mitdemonstrieren. Ja. Je mehr politische Kräfte sich für den Atomausstieg engagieren, desto größer ist die Chance, dass wir das in dem Lande schaffen. Daran glauben auch die Bauern Fritz und Heinrich Pothmer aus dem Wendland. Als sie auf die Bühne treten, jubeln ihnen Zehntausende zu. Das motiviert. Wir hören erst auf, wenn das letzte AKW abgeschaltet ist und aufgehört wird, mit dem Atommüll so verantwortungslos umzugehen. Der Anti-Atom-Protest wird nach der Bundestagswahl nicht zu Ende sein. Davon sind die Aktivisten überzeugt. Notfalls kommen sie auch zurück nach Berlin.